Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Robert Strunk. Ich werde zusammen mit Ihnen das Webinar und mit meiner Kollegin, der Frau Julia Brunhuber, abwickeln bzw. Ihnen das präsentieren. So. Also noch einmal von meiner Seite vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar. Der Titel lautet Energiegemeinschaften, Ihr Weg in die Energiewende. Ihr habt das große Vergnügen, erstens einmal, dass Sie heute unsere Gäste sind, dass wir Ihnen das Webinar gemeinsam mit Ihnen abhalten dürfen. Und meine Kollegin, die Frau Julia Brunhuber und ich, werden Sie durch das Webinar führen. Unsere Agenda haben wir uns wie folgt vorgestellt. Es gibt zuerst einmal eine kleine Einführung. Was sind Energiegemeinschaften? Was gibt es da Wissenswertes rund um das Thema Energiegemeinschaften? Dann würden wir in das Thema gehen, wie erfolgt die Gründung einer Energiegemeinschaft? Wie schaut dann die Lösung bzw. das Produkt Enox Share aus für Energiegemeinschaften? Und im Anschluss gibt es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir werden sie Ihnen gerne dann beantworten. Bringen wir gleich rein in das Thema. Wieder mal die Leertaste. Da gibt es aktuell ein paar technische Probleme bei meinem Kollegen mit dem Mikrofon. Robert, geht's jetzt wieder? Im Moment bin ich wieder aktiv, aber Ausgezeichnet. ich hoffe, diese Unterbrechung war nur was Temporäres. Ja, jetzt geht's los mit dem Produkt Enox Share mit der Einführung. Ich drücke sie nicht. So, was ist eine erneuerbare Energiegemeinschaft? Diese Definition ist leider im Moment oder zu Beginn essentiell, damit man ein Grundverständnis hat und die ganzen Zusammenhänge versteht. Eine Energiegemeinschaft ist der Zusammenschluss von mindestens zwei Teilnehmerinnen. Das heißt, ihr habt zumindest einen Erzeuger, der auch Prosumer genannt ist, und einen Verbraucher, der auch Consumer genannt wird. Mit erneuerbaren Energiegemeinschaften bekommen Österreicherinnen die Gelegenheit, lokal erzeugten grünen Strom über die Grenzen des eigenen Grundstücks hinaus gemeinschaftlich zu verbrauchen, zu speichern oder zum fix vereinbarten Preis zu verkaufen. Dieser Preis kann auch null sein, nur zur Information jetzt schon mal an dieser Seite. Was sind Vorteile von diesen Energiegemeinschaften? Ja. Man ist ein wichtiger Teil der Energiewende und mit Hilfe von Energiegemeinschaften hilft man mit, den CO2-Fußabdruck der Mitglieder zu reduzieren. Energiegemeinschaften ist eine sehr nachhaltige Lösung. Das heißt, innerhalb der Energiegemeinschaften wird selbst erzeugter, lokal produzierter grüner Strom verkauft, produziert und gleichzeitig auch konsumiert. Es ist sehr transparent. Es ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, dass man weiß, woher der Strom kommt und wie er produziert wird. Und in der Energiegemeinschaft ist es halt so, der wird lokal produziert oder regional produziert und auch dort konsumiert. Man fördert durch diese Lokalität und die Regionalität die Region und die ganze Region profitiert miteinander und konsumiert, wie gesagt, die Energie in der Region. Und das Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgliedern wird auch so gestärkt. Es ist natürlich, ich habe es vorher schon mal weggenommen, man kann den Preis auch auf Null setzen, beziehungsweise den Preis innerhalb der Energiegemeinschaft frei vereinbaren. Das heißt, es kann eine sehr attraktive Lösung sein für alle Mitglieder der Energiegemeinschaft. Es ist auch eine sehr effektive Lösung. Das heißt, mittels einer Energiegemeinschaft gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine gemeinsam angeschaffte Anlage schneller refinanzieren kann, beziehungsweise dass die Amortisationskosten weg sind. Man ist autark, wichtiger denn je, Stichwort jetzt die Ukraine-Krise.
Durch die Energiegemeinschaften und eben die lokal und regional produzierte Energie fördert man die Unabhängigkeit von anderen Staaten oder von fossilen Brennstoffen. Und es ist einfach eine gescheite Lösung. Mögliche TeilnehmerInnen einer solchen Energiegemeinschaft sind KMUs, also kleine und mittlere Betriebe, Gemeinden, Privatpersonen oder juristische Personen öffentlichen Rechts. Das sind zum Beispiel Stiftungen. An dieser Stelle ist wichtig zu sagen, dass Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen nicht Mitglieder einer Energiegemeinschaft sein dürfen. Das gilt auch für Erzeuger, die von Energieunternehmen, Versorger, Lieferanten, Stromhändlern kontrolliert werden. Eine Energiegemeinschaft muss auch eine gewisse Rechtsform haben nach dem Gesetz. Das heißt, es muss eine juristische Person sein und aus mindestens zwei Mitgliedern bzw. Gesellschaftern bestehen. Der Hauptzweck einer solchen Energiegemeinschaft liegt nicht im finanziellen Gewinn, sondern es steht die Gemeinnützigkeit im Vordergrund. Dabei ist von der Gründung eines Vereins oder einer Genossenschaft bis zu einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH vieles sinnvoll und möglich. Man sollte sich das einfach im Detail anschauen, entsprechend vor der Gründung einer Energiegemeinschaft analysieren, was ist die passende Rechtsform und dann die entsprechende Rechtsform gründen und dann etablieren. Aus unserer Sicht die unkomplizierteste und günstigste Rechtsform für die Gründung einer Energiegemeinschaft ist ein Verein. So, jetzt wird ein bisschen technisch. Ich habe vorher schon gesprochen von regional und lokal. Ja, was steckt da jetzt dahinter? Ich habe Ihnen da jetzt ein Beispiel für eine Netzkarte gezeigt. Das muss man sich so vorstellen, jedes kleine Fleckchen in einer Farbe, das ist jetzt noch egal in welcher Farbe, ist ein Ortsnetz und das kann eine lokale Energiegemeinschaft werden. Das heißt, da gibt es eine Trafostation und innerhalb dieser Trafostation wird diese lokale Energiegemeinschaft versorgt. Alle Flecken in einer gleichen Farbe, also wir sehen da zum Beispiel einige grüne Flecken, einige rote Flecken und einige blaue Flecken, die sind von einem Umspannwerk versorgt. Also wir haben vorher gehabt, ein Fleck in einer Farbe ist von einer Trafostation versorgt. Mehrere Flecken in der gleichen Farbe werden von einem Umspannwerk versorgt und dort gibt es die technische Voraussetzung für regionale Energiegemeinschaft. Was heißt das Ganze jetzt konkret? Ich habe jetzt ein Chart, wo man das Ganze noch besser veranschaulichen kann. Wenn wir uns das rechts oben anschauen, wir haben da einige Häuser, ein Haus, auf dem eine Photovoltaikanlage ist, das ist eben der Energieerzeuger und wir sehen links neben diesem Erzeugerhaus die Trafostation. Das heißt, die ganze Energie innerhalb dieser Energiegemeinschaft befindet sich innerhalb einer Trafostation und das kann eine lokale Energiegemeinschaft werden. Wenn wir jetzt das Konstrukt unterhalb anschauen, da sehen wir im Prinzip beinahe dasselbe. Das heißt, wir haben fünf Häuser, ein großes Haus links daneben, wo eine Photovoltaikanlage installiert ist und wiederum eine Trafostation. Das heißt, das wäre die Möglichkeit, auch dort eine lokale Energiegemeinschaft zu gründen. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, wir sehen auf der linken Seite ein Umspannwerk und es ist jetzt so möglich, diese beiden Energiegemeinschaften, die obere und die untere, vielleicht nicht als lokale Energiegemeinschaften zu gründen, sondern als eine regionale, die über ein Umspannwerk miteinander versorgt bzw. verbunden ist. Wie erfolgt jetzt die Energieaufteilung in so einer Energiegemeinschaft? Es gibt da zwei Ansätze. Möglichkeit eins ist, der statische Ansatz. Das muss man sich jetzt so vorstellen, die gesamte produzierte Energie, die für die Energiegemeinschaft bestimmt ist, wird quasi in kleine Kuchenstücke, die alle eine bestimmte fixe Größe haben, aufgeteilt. Die Möglichkeit 2 ist der dynamische Ansatz, da ist die Verteilung verbrauchsbasiert. Das heißt, wer im Moment gerade den meisten Strom braucht, kriegt auch den meisten Strom. Grundvoraussetzung für eine
Für korrekte und transparente Abrechnung innerhalb der Energiegemeinschaft sind die sogenannten Smart Meter. Das sind die digitalen Stromzähler, die in nächster Zeit und teilweise auch schon installiert worden sind, auf jeden Fall etabliert werden. Und sie ermöglichen die Auslösung der Energieflüsse in einem Viertelstundentakt und nicht wie bislang üblich. Sie kennen das, wenn die Jahresabrechnung kommt, kurze Zeit davor kriegen Sie einen Zettel, wo Sie den Zählerstand eintragen. Das gibt es bei den Smart Meter nicht mehr. Da wird in einem Viertelstundentakt die ganzen Verbräuche werden erfasst und gesendet und so ist eben eine zeitnahe Auswertung der Energieflüsse möglich. Ja, schauen wir uns jetzt vielleicht noch mehr an, die Gründung einer Energiegemeinschaft. Und der darf ich jetzt an meine Kollegin, die Jule Brunhube, übergeben. Super, danke schön, Robert. Mein Kollege hat jetzt schon ausgeführt, welche Aspekte bei der Gründung einer Energiegemeinschaft relevant werden für diejenigen unter Ihnen, die sagen, sie wollen den Weg, den Pionierweg beschreiten und die Energiegemeinschaft gründen. Da taucht man dann für gewöhnlich auch ins Detail hinter diesen Aspekten ein. Und der Weg zu einer Energiegemeinschaft ist, so wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat, durchaus ein, naja, vielleicht nicht ganz der kürzeste. Deshalb haben wir, um einen Überblick zu bieten, hier diese Schritte, die es am Weg zu einer Energiegemeinschaft braucht, auch aufgeschrieben und aufgelistet. Ich werde mit Ihnen da jetzt durchgehen und Ihnen danach sagen, worüber Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen mit InnoXShare. Zuerst, man startet mit den grundsätzlichen Überlegungen. Ich will eine Energiegemeinschaft gründen. Habe ich denn überhaupt eine Anlage? Bekomme ich überhaupt irgendwo erneuerbare Energie her? Wenn ja, dann ist die nächste Frage, gut, jetzt habe ich eine Anlage, aber wer sind denn diese Teilnehmer, die in der Energiegemeinschaft aktiv werden? Und wenn man diese Frage dann beantwortet hat, ist die nächste essentielle Frage, die man sich stellen muss, wie sieht es denn mit der Gesellschaftsform aus? Wie wollen wir uns für uns selbst organisieren, damit die Energiegemeinschaft die notwendigen Rahmenbedingungen hat, um aktiv zu werden? Im zweiten Schritt geht es dann um die Konzepterstellung. Also wie wollen wir die Ausgangssituation am besten nutzen? Ergänzen sich unsere Lastprofile so, dass wir das maximale Potenzial einer Energiegemeinschaft auch tatsächlich heben bzw. nutzen können? Und wie gehen wir genau bei der Rechtsform vor? Also zum Beispiel, welche Statuten oder welche gesetzlichen oder vertraglichen Grundlagen nehmen wir für unsere Energiegemeinschaft als Basis? Im dritten Schritt wird das dann tatsächlich Realität. Das heißt, man gründet die Energiegemeinschaft als Verein oder auch zum Beispiel als Genossenschaft. Und wenn dann dieser Weg zur Behörde getan ist, dann kann man nach der abgelaufenen Zeit, die die Behörde hat, um Einsicht zu nehmen und die entsprechenden Unterlagen zu prüfen, die Registrierung der Energiegemeinschaft durchführen. Das funktioniert über EW Utilities. Das ist eine Plattform, auf der sich Teilnehmer am Elektrizitätsmarkt melden können und sich als solches erkenntlich geben können. Auf Deutsch, man meldet sich und sagt, lieber Netzbetreiber, wir sind jetzt eine Energiegemeinschaft. Wir wollen uns zusammentun und am Elektrizitätsmarkt, am Energiemarkt aktiv werden. Der fünfte Punkt ist dann tatsächlich diese Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber. Also welche ID, welche Ausweisnummer hat unsere Energiegemeinschaft über die EB Utilities erhalten und wer sind wir, was wollen wir, wer ist bei uns dabei und wer braucht, ganz wichtig, einen Smart Meter. Denn nur mit den digitalen Stromzählern funktioniert es, dass die Werte für den Energieverbrauch so abgelesen werden können, dass sie danach auch tatsächlich bilanziert und für die Energiegemeinschaft abgerechnet werden können. Die digitalen Zähler, also die Smart Meter, ermöglichen uns eine 15-Minuten-Auswertung. Wir können ihre Stromverbräuche auf einer 15-Minuten-Basis quasi so ziehen und eine dementsprechende Bilanzierung je nach Verfügbarkeit der Energie in der Energiegemeinschaft dann tatsächlich umsetzen. In Schritt 6 sehen wir dann, dass es dazu kommt, dass zwischen der Energiegemeinschaft und dem Netzbetreiber eine Vereinbarung getroffen wird. Hier wird die Energiegemeinschaft quasi formell angemeldet und der Netzbetreiber stimmt durch Signatur eines Vertrags der Existenz dieser Energiegemeinschaft zu.
Danach wird in Schritt 7 jedes einzelne Mitglied mit einer Zusatzvereinbarung quasi versorgt, bekommt die zugestellt und muss hier zustimmen, dass die 15-Minuten-Werte ausgelesen werden dürfen und dass zum bestehenden Netzvertrag, den jeder, der im Gebiet der Salzburg-Netz zum Beispiel ist, mit der Salzburg-Netz hat, noch ein Zusatzvertrag vereinbart wird, der eben diese Energiegemeinschaft regelt. Danach, das ist auch dann schon fast das Ende, gibt es die Registrierung der Energiegemeinschaft mit ihren Teilnehmern und deren Zielpunkten im EDA-Anwenderportal und den Aktivierungsprozess, der angestoßen wird. Hier haben die Netzbetreiber dafür gesorgt, dass es ein österreichweit gleicher Prozess ist, der automatisiert durchläuft und mittlerweile auch Benachrichtigungen an die jeweiligen Initiatoren schickt. Allerdings ist der Weg dahin doch noch ein weiter. Wie Sie sehen, es sind 9 Schritte, bis es dann soweit ist, dass in Schritt 10 endlich die Energiegemeinschaft live geht. Das heißt, wir haben einen sehr langen Spannungsaufbau. Und bevor wir jetzt schauen, was denn eigentlich da genau dahinter steckt, beziehungsweise was wir für Sie übernehmen, ist es vor allem so, dass ich betonen will, dass dieser Schritt schon von vielen in Österreich gegangen wird aktuell. Wir haben einige, die sich auf den Weg machen und das alleine tun. Und wir haben viele, die sich auf die Kompetenz von unterschiedlichen Dienstleistern verlassen. Hier gibt es viele am Markt und jeder hat seine Berechtigung, auch das muss an dieser Stelle gesagt sein. Wir als Salzburger AG unterstützen Sie als etablierter Partner. Das heißt, wenn es um die Abrechnung geht, wenn es um Ihre Energie geht, dann kennen sehr viele von uns unsere Dienstleistungen, unsere Services seit Jahrzehnten. Und hier wollen wir auch weiter den Weg in die Energiewende mit Ihnen gehen, weshalb diese Energiegemeinschaften, auch wenn sie am Beginn vielleicht konträr zum Energieversorgungsgeschäftsmodell stehen, auch für unseren Vorstand sehr relevant sind. Also wir sind wirklich von ganz oben weg getrieben, Energiegemeinschaften weiter zu verfolgen, dieses Thema umzusetzen und ihnen so zu ermöglichen, die Energiewende voranzutreiben. Schlussendlich sind wir alle beteiligt daran, die Energiewende und die Energiewende möglich zu machen und dem Klimawandel zu entgegnen. Deshalb lasst uns einen Blick reinwerfen in das, was tatsächlich die Lösung für die Energiegemeinschaften ist und wie wir das angehen. Wir haben hier die Services aufgelistet und ich würde gerne versuchen, die möglichst nachvollziehbar zu den ersten 10 Schritten zu verbinden. Sie haben gesehen, am Anfang geht es darum, mal ein Konzept zu erstellen. Was wollen wir, wer sind wir, was macht denn eigentlich Sinn, wen sollen wir denn dazu nehmen zu unserer Energiegemeinschaft, wie gestalten wir unsere Energiegemeinschaft am besten? Wir als Salzburger AG, als Inox Share, begleiten und beraten in diesen Schritten. Mit unserem Fokus auf die Vereinsgründung schauen wir wirklich direkt am Anfang, wer würde denn Ihr optimaler Fit sein? Also wer würde zu Ihrem Lastprofil Sinn ergeben? Sie bringen uns Personen, bei denen Sie sagen, ich würde mit diesen Personen gerne in eine Energiegemeinschaft gehen und wir schauen uns dann gemeinsam an, macht das Sinn oder ist es dann eher ein Thema, noch jemand anderen dazu zu nehmen, der durch ein ergänzendes Lastprofil zum Beispiel Ihre Energiegemeinschaft noch mehr Mehrwert bietet. Wir unterstützen Sie außerdem dabei, dass die Vereinsgründung an sich ein durchaus anspruchsvoller Prozess, aber nachdem jeder Zweite in Österreich laut Statistik zumindest in Vereinen ist, sind wir hier auf einem guten Weg, diesen Prozess zu verbessern. Hier unterstützen wir Sie direkt mit Musterverträgen, mit Musterstatuten, die Sie verwenden können als Vorlage für Ihre eigene Energiegemeinschaft. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, diese Statuten zu verändern, wenn Sie das wollen. Sie können sie aber auch direkt so verwenden, wie wir das mit einer Rechtsanwaltskanzlei ausgearbeitet haben. So können wir auf jeden Fall sicherstellen, dass Ihr Weg zur Vereinsgründung der bequemste ist, der schnellste ist. Und im Vergleich zu öffentlich verfügbaren Musterverträgen und Musterstatuten ist es bei uns so, dass wir diese noch spezieller auf die Energiegemeinschaft geschärft haben, vor allem auf die unterschiedlichen Rollen, die es in einer Energiegemeinschaft gibt. In Hinblick auf die Produzenten und die Konsumenten, aber auch die agierenden Zählpunkte, die schlussendlich für den Netzbetreiber ja durchaus relevante Individuen bzw. Objekte sind. Und auf die Zählpunkte kommt es an. Wir betreuen Sie dann weiter im Vertragswesen. Welche Verträge sind innerhalb Ihrer Energiegemeinschaft möglich und notwendig? Wie können Sie die Verhältnisse innerhalb der Energiegemeinschaft möglichst gut lösen? Welche Behörden sind zu kontaktieren bzw. welche Hürden und Stolpersteine könnten am Ende lauern?
Mit unserer Information vorab wollen wir sicherstellen, dass Sie keinen dieser Stolpersteine erwischen, sondern diese elegant umschiffen und wir ganz einfach Ihr Partner werden in der Energiewende und in Ihrer Energiegemeinschaft. Wir wickeln für Sie auch die gesamte Marktkommunikation und das Handling der entsprechenden Netzportale für Sie ab. Das heißt, das EDA-Portal und EB Utilities ist nicht Ihre Sorge. Sie brauchen nicht zu verstehen, welcher Zähler, welche Zählpunkte und welche Spezifikationen hinter den Zählpunkten liegen. Wir kümmern uns darum, dass Sie schlussendlich Ihre Energiegemeinschaft mit möglichst geringem Aufwand quasi in Ihrem Haushalt haben. Nach der Gründung Ihrer Energiegemeinschaft, nachdem die aktiviert worden ist und wir mit Ihnen gemeinsam den Schritt getan haben, die Registrierung und die Aktivierung der einzelnen Zählpunkte durchzuführen, fokussieren wir uns weiter auf die Mitgliederverwaltung. Das bedeutet, auch wenn die Energiegemeinschaft einmal gegründet ist, lassen wir sie nicht im Stich. Sie sind weiter unser Partner und wir werden dafür sorgen, dass wenn neue Mitglieder und Interessentinnen, Interessenten für Ihre Energiegemeinschaft antreten, wenn Sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen, dass die entsprechenden Daten verarbeitet werden, Ihnen zur Verfügung gestellt werden und Sie, wenn Sie entscheiden, ja, diese Person oder dieser Zählpunkt kann zu meiner Energiegemeinschaft dazu, auch relativ wenig Aufwand haben. Wieso sage ich relativ wenig und nicht kein Aufwand? Das liegt daran, dass immer noch Verträge zu unterzeichnen sind, die Ihnen als Gesellschaft, als Energiegemeinschaft vorbehalten sind. Sie können also dadurch immer eigenständig über Ihre eigene Energiegemeinschaft entscheiden und wir sind Ihr Dienstleister, der Ihnen hilft, das möglichst mit wenig Aufwand umzusetzen. Schlussendlich bekommen Sie von uns am Ende der Abrechnungsperiode, wir schlagen oft vor, ein Jahr zu machen, auch eine Ab- und Verrechnung der angefallenen Beiträge und Gebühren in Ihrer Energiegemeinschaft. Wir übernehmen die Rechnungslegung für Sie und schauen auch darauf, dass in der wirtschaftlichen Situation in Ihrem Verein, in Ihrer Energiegemeinschaft alles ausgeglichen wird. Ja. Und zu guter Letzt ist die Weiterentwicklung Ihrer Energiegemeinschaft uns ein Anliegen. Das heißt, wenn Sie weiter planen zu expandieren, wenn Sie mehr Energie produzieren wollen, stehen wir selbstverständlich mit allen weiteren Services, die die Salzburger AG zum Anbieten hat, zur Verfügung. Aber hier gleich vorab, es gibt hier keine Bindung wie bei anderen Unternehmen. Sie müssen auf keinen Stromliefervertrag umsteigen. Sie können eine Energiegemeinschaft unabhängig von Ihrem aktuellen Stromlieferanten machen und auch der Netzbetreiber. Den Netzbetreiber kann man sowieso nicht wechseln, aber es ist hier keine Hürde für uns. Die meisten von Ihnen sind im Gebiet Salzburg und wir würden ganz gerne, na, passt schon, Robert, alles gut, Dankeschön. Wir würden ganz gerne von Ihnen als unsere Zielgruppe Ihre Meinung haben, weil was jetzt in dieser Produktvorstellung noch nicht so vorgekommen ist, ist unser Ansatz, den wir verfolgen. Wir arbeiten in der Energiegemeinschaft oder im Produktteam der Energiegemeinschaften agil und kundenzentriert und wir schreiben uns das nicht nur auf die Fahnen, sondern wir wollen es auch leben. Und deshalb wollen wir diese Möglichkeit nutzen und mit Ihnen heute in Kontakt treten und Sie direkt aktiv in die Produktentwicklung mit einbinden. Das können Sie in dem Fall jetzt dadurch machen, dass Sie auf den Link gehen, www.menti.com und den Code 1550 51 eingeben. Oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone den QR-Code, der auf der Seite abgebildet ist und kommen dann auf eine kleine Umfrage. Wie die Umfrage aussieht, das sehen wir auf der nächsten Folie. Hier geht es nämlich darum, dass wir Sie einbinden wollen in die Persönlichkeit unseres Produktes. Wir wollen von Ihnen wissen, das, was Sie jetzt von uns erfahren haben, wie würde diese Persönlichkeit zu Ihnen sprechen, wenn sie eine Marke wäre? Wie steht sie da? Ist es ein abwechslungsreiches Produkt, das verschiedene Facetten hat und deshalb in Blau und Grün auftritt? Ist es ein nachhaltiges Produkt, das für Sie vor allem durch die grüne Farbe repräsentiert wird? Oder spricht die Energie und die dahinter steckenden Austauschverfahren Sie eher auf einer technischen Ebene an, wo die Studien ergeben, dass Blau die Farbe der Wahl ist, also dass Energie und die Technik an sich tendenziell durch Blau und Türkis repräsentiert wird? Wir werden im Hintergrund diese Daten sammeln und soweit, perfekt, meine Kollegin hat parallel gleich den Link noch in den Chat geschrieben und soweit, Sie entschuldigen mich kurz, mein Kollege den entsprechenden Bildschirm aufmacht, können wir exakt die Ergebnisse auch direkt sehen.
Man sieht, ja, perfekt. Es verändert sich. Sie sind aktuell dabei, die entsprechenden Votes oder die entsprechenden Farblogos zu wählen. Und diese Entscheidung wird direkt morgen von uns verarbeitet werden. Sie als Zielgruppe sind für uns der relevante Stakeholder, den wir direkt etablieren wollen. Und die Marke, die von Ihnen hier als am passendsten gewählt wird, wird von uns direkt morgen an unser Management weitergeleitet und wird dann auch dieses Produkt repräsentieren. Robert, für die Zeitgründe schauen wir vielleicht noch zurück zu den restlichen Slides, nämlich Dankeschön. Zu dem, was wir Ihnen tatsächlich bieten, wo wir sagen, hier liegt Ihr Mehrwert, wenn Sie mit uns, mit der Salzburger AG oder mit Inox Share, mit den Energiegemeinschaften zusammenarbeiten. Auf der einen Seite können Sie sich bei uns darauf verlassen, dass wir diese Prozesse so bequem wie möglich gestalten. Wie gesagt, nicht alles können wir Ihnen abnehmen. Da hat leider der Gesetzgeber uns auch eingeschränkt, dass wir nicht den vollumfänglichen Service anbieten können. Aber das, was man abnehmen kann, bieten wir alles an. Das heißt, Sie haben wirklich eine Anlaufstelle, einen One-Stop-Shop, der Sie von der Gründung bis hin zum Energiemanagement, bis hin in die Details der Weiterentwicklung Ihrer Energiegemeinschaft begleitet. Und dieser Partner, der wird auch so weit bestehen bleiben, als dass er herstellerunabhängig ist. Wie ich schon gesagt habe, es ist unabhängig davon, wer Ihr Stromlieferant ist, ob Sie jetzt bei der Konkurrenz vom Verbund, EVN, bei uns bei der Salzburger AG oder auch bei einem kleinen Stromanbieter sind. Das ist nicht Thema der Energiegemeinschaften. Und es wird nicht dazu kommen, dass wir Sie dazu zwingen, hier umzusteigen oder in irgendeiner Art und Weise etwas zu tun, was Ihre bisherige Energiesituation als solches verändert. Wir wollen herstellerunabhängig agieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Energiegemeinschaft, Ihre Vision zu realisieren. Wir schaffen durch unsere Abrechnungsdienstleistungen und die Zahlungsdienste, die wir anbieten, auch Transparenz. Denn wir haben in unseren Kundengesprächen vorab festgestellt, dass vor allem das Vertrauen dann besonders stark ist in die Energiegemeinschaft, wenn ein unabhängiger Dienstleister die Rechnungen stellt. Wir wollen nicht, dass es innerhalb einer Energiegemeinschaft dazu kommt, dass der Hans mit der PV-Anlage dann vielleicht 5 Cent zu viel auf die Rechnung schreibt und deshalb entsteht ein Zwist. Wir wollen das verhindern und deshalb natürlich ohne eine Unterstellung, das soll an dieser Stelle keine Unterstellung sein, aber wir wollen dieses Vertrauen schaffen und die Transparenz schaffen, als externer Dienstleister eine Abrechnung zur Verfügung zu stellen, eine Rechnung zur Verfügung zu stellen, wo Sie sagen können, gut, hier hat jemand auf Basis unserer Informationen, die wir mit ihm geteilt haben, also unserer Kilowattstunden und unseres Energiepreises in der Energiegemeinschaft, eine Rechnung direkt für uns erstellt. Und weiter wollen wir auch darauf eingehen, dass wir die volle Kontrolle hier anstreben. Das heißt nicht wir als Salzburger AG, sondern wir für Sie. Wir wollen, dass Sie als Kunde direkt über Ihre Daten und Ihre Visualisierung Einblicke erhalten. Was bringt mir die Energiegemeinschaft? Wie kann ich möglichst gut mit meinen vorhandenen Stromverbrauchsgeräten die Energie konsumieren und kann ich vielleicht gewisse Aspekte verschieben und meine Waschmaschine nicht in der Früh einschalten, sondern mittags, wenn ich dann den Strom der Photovoltaikanlage konsumieren kann durch meine Energiegemeinschaft. Diese Aspekte wollen wir für Sie aufzeigen und Ihnen so gerade in schwierigen Zeiten, wie es aktuell ist, Sicherheit und Kontrolle über das zurückgeben, was Sie konsumieren, wann Sie es konsumieren und zu welchem Preis Sie das konsumieren. Und damit würde ich ganz gern wieder zurückgeben an meinen Kollegen und die Fragerunde eröffnen, außer du hast noch was zu ergänzen, Robert. Ja, vielen herzlichen Dank, Julia. Ja, wie die Julia jetzt schon gesagt hat, ich würde jetzt gerne die Frage und hoffentlich auch entsprechende Antwortrunde eröffnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf all Ihre Fragen auch eine Antwort finden. Sollte dies wieder erwarten nicht möglich sein, würden wir die Antworten auf Fragen, ja, wo wir heute sozusagen keine 100% befriedigende Antwort für Sie haben, dann die Frage inklusive der Antworten nachliefern. Ja, ich würde mich jetzt freuen, wenn Sie Fragen an mich stellen würden und ich bzw. dann die Frau Brunhuber würden dann gemeinsam diese Fragen beantworten.
Robert, im Chat ist bereits die erste Frage. Können Sie bereits Bürgerenergiegemeinschaften, das denke ich mit BEGs gemeint, abrechnen? Ich würde da gleich direkt die Antwort geben, wenn ich so frei bin. Okay, ein bisschen dreist, aber ich mache es trotzdem. Okay. Grundsätzlich ist das Abrechnungssystem der Bürgerenergiegemeinschaften ähnlich wie das der Energiegemeinschaften, mit dem Unterschied, dass sich in den meisten Fällen mehrere Netzbetreiber die Haushalte, die Teilnehmenden im Konzessionsgebiet von mehreren Netzbetreibern befinden werden. Hier ist es so, dass wir aktuell den Fokus auf die Energiegemeinschaften setzen, wir in Zukunft aber auch die Bürgerenergiegemeinschaften abdecken wollen, sobald die Details der Netzbetreiber, Netzgebühren und so weiter geklärt sind. Robert, die nächste Frage kommt von Angelika und sie sagt, die Gründung von regionalen EEG ist ja noch nicht möglich. Ist das richtig? Angelika, ich kann Sie da beruhigen. Die Gründung von regionalen Energiegemeinschaften ist ebenso wie die Gründung von lokalen Energiegemeinschaften auch heute schon möglich. Dann haben wir noch von Herrn Siegfried Arnold eine Frage im Chat, nämlich kann ich bestehenden Energiegemeinschaften lokal oder regional beitreten? Wo bekomme ich zum Beispiel eine Liste davon, also wenn es zum Beispiel in meiner Gemeinde schon eine gibt? Also die Frau Brunhofer hat schon gesagt, eines unserer Ziele wird sein, dass wir eine Unterstützung bieten werden zukünftig, wie man perfekt neue Energiegemeinschaften gründet, beziehungsweise wie man Energiegemeinschaften weiterentwickelt. Und ein Part davon wird sein, dass wir auch eine Basis schaffen werden, eine Übersichtsmöglichkeit, wo ist eine Energiegemeinschaft schon gegründet und wie finde ich da am besten Zugang, beziehungsweise wen muss ich kontaktieren, um einer solchen Energiegemeinschaft beizutreten. Aus heutiger Sicht würde ich in dem Fall sagen, bitte treten Sie mit uns in Kontakt, beziehungsweise gehen Sie auch auf Ihre Gemeinde zu. Oftmals ist es so, dass schon in den Gemeinschaften, ich habe zum Beispiel gerade vorige Woche an einer Veranstaltung in einer Gemeinde im Flachgau teilgenommen, wo schon sehr konkret über die Teilnahme oder die Gründung einer Energiegemeinschaft nachgedacht wird, dass man vielleicht bei der Gemeinde schon mehr erfahren kann, ob da schon was im Gange ist, beziehungsweise wie weit man da schon gediegen ist bei der Gründung einer Energiegemeinschaft und dass man sich da noch zeitgerecht einklinken kann. Ja, das wäre meine Empfehlung an dieser Stelle. Julia, gibt es eine weitere Frage? Ja, wir haben eine Frage nach dem Kostenmodell von Enox. Das Kostenmodell von Enox, Julia, wäre es eventuell für dich möglich, dass du diese Frage beantwortest? Ja, sowieso. Klar. Ich übernehme gleich die nächsten Fragen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir bei Enox darauf bauen, dass wir am Anfang durch eine Initialzahlung die grundsätzlichen Initialaufwände, die es bis zur Gründung braucht, abgelten. Und danach ist es so, dass wir durch die laufende Betreuung einen kleinen monatlichen Eurobetrag haben, der die Abrechnung und die Weiterentwicklung der Energiegemeinschaft sowie das Onboarding neuer Mitglieder rechtfertigt. Hier können wir im Detail dann gerne nur darüber sprechen, wenn es um eine spezifische Energiegemeinschaft geht, weil was hier ausschlaggebend ist, ist die Zusammensetzung und die Größe. Wir wollen fördern, dass möglichst viele Energiegemeinschaften gegründet werden und gehen deshalb auf die individuellen Ausgangssituationen drauf ein. Die zweite Frage, ebenfalls vom Herrn Klausner, ist die Beschleunigung des Smart Meter Rollouts. Hier ist es so, dass, also ich gehe davon aus, dass es Ihnen darum geht, dass die Smart Meter schneller ausgerollt werden in Salzburg vor allem. Für Salzburg kann ich Ihnen nämlich sagen, wenn es außerhalb des Bundeslands Salzburg ist, dann ist es meistens liegt die Verantwortung bei anderen Netzbetreibern und hier sind die Prozesse sehr unterschiedlich. Aber für Salzburg ist es so, dass Energiegemeinschaften, die sich beim Salzburg-Netz melden, also bei dem Netzbetreiber, der in Salzburg in 99,9% der Fälle aktiv ist, dann werden diese Energiegemeinschaften durchaus vorgezogen. In den meisten Fällen ist es so, ich sage deshalb die meisten, weil auch hier kleine operative Tätigkeiten bzw. operative Gründe reinspielen können, wieso der Netzbetreiber das nicht vorziehen kann. Aber bisher ist unsere Erfahrung, das geht recht schnell und das Vorziehen ist möglich.
Die nächste Frage, die in dieser Nachricht steht, ist: Muss die PV-Anlage aktiv sein, um eine EEG zu gründen? Hier ist es so, dass die grundsätzlich für eine Energiegemeinschaft die Anlage schon einen Zählpunkt haben muss. Ob die Anlage dahinter aktiv ist oder nicht, ist nicht wirklich relevant. Der Zählpunkt ist wichtig. Also es muss diesen Zählpunkt schon geben und danach kann alles weitere in die Wege geleitet werden. Selbstverständlich kann die Energiegemeinschaft an sich erst aktiv werden, wenn Energie geteilt wird. Also eine Gründung ist möglich, der Vereinsaufbau ist durchaus möglich, absolut kein Problem. Und die Verträge mit dem Netzbetreiber basieren eben auf diesen Zählpunkten. Eine Aktivierung ist erst dann möglich, wenn die Energie tatsächlich produziert wird. Und die letzte Frage von Herrn Klausner ist nur, welche Rechtsformen sind neben einem Verein möglich? Wir haben grundsätzlich eben, wie Sie schon gesagt haben, den Verein. Wir haben dann noch die Genossenschaft, die GmbH. Theoretisch würde sich auch eine AG laut Gesetz ergeben, aber wir sind hier durchaus im breiten Feld dann schon unterwegs, wo man sagt, gut, nicht jede davon zahlt sich aus. Wichtig ist hier zu sagen, dass wenn es schon eine GmbH gibt, weil es sich zum Beispiel um ein KMU handelt, dann muss es eine dezidierte der Energiegemeinschaft gewidmete Rechtsform geben. Das heißt, eine GmbH müsste dann wieder einen Verein, eine GmbH, wie auch immer, gründen, um eine Energiegemeinschaft betreiben zu können. Selbiges gilt für den Fußballverein, der muss auch leider einen neuen Verein gründen. Das legt der Gesetzgeber so fest. Robert, die nächste Frage zur Steuer wird dann auch gleich ich übernehmen, wenn das okay ist. Nämlich fällt innerhalb der EEG eine Einkommensteuer, die an das Finanzamt abzuliefern ist, an. Grundsätzlich ist hier die Aussage, die Lieblingsaussage der Betriebswirte, es hängt davon ab. Der Steuerberater oder die Steuerberater oder Steueraffinen unter Ihnen werden sich da wahrscheinlich damit auskennen. Es ist so, dass die Einkommensteuer abhängig ist von der individuellen Ausgangssituation. Das heißt, ein Angestellter kann bis zu ungefähr 700 Euro im Jahr dazu verdienen durch selbstständige Einkünfte. Und ab dann müsste er sich bei der Sozialversicherung melden. Es gibt auch für die Einkommensteuer eine Grenze, da reden wir in Summe der Gesamteinkünfte von, ich glaube, aktuell sind es 13.000 Euro. Wenn das darüber geht, weil ein normales Dienstverhältnis oder eine Selbstständigkeit aufrecht ist, dann ist auch hier das als ganz normale Einnahme zu beachten. Also grundsätzlich ist die Energiegemeinschaft quasi gehandhabt wie eine kleine Selbstständigkeit und abhängig von der Anlagengröße gibt es dann hier Auswirkungen oder eben keine. Wo man Entwarnung geben kann, ist bei einem Gewerbeschein. Der ist laut unserem aktuellen juristischen Stand nicht notwendig. Wir haben dann eine Frage vom Gerhard nach dem Service und den Kosten. Also vor allem, was kostet dieser Service der Salzburg AG? Und auch hier, Robert, da kann ich vielleicht wieder an dich übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch wiederum eine Sache, man kann es nicht genau sagen, weil unser Angebot von Enoch Share ist, ja, wird im Normalfall maßgeschneidert. Es gibt jetzt nicht die 0815-Lösung. Insofern muss man sich einfach auch dann die Bepreisung einer solchen Lösung im Detail anschauen. Es wäre jetzt unseriös, wenn ich jetzt irgendwelche Preise nennen würde, pauschale Preise, ohne dass ich die Energiegemeinschaft im Detail kenne, beziehungsweise dass man die Teilnehmeranzahl kennt, die Mitgliederanzahl, wie viele Prosumer, wie viele Consumer, wie viele Verbraucher, wie viele Konsumenten sind in der Energiegemeinschaft. Eine pauschale Aussage dazu, es tut mir jetzt sehr leid, dass ich da an der Oberfläche bleiben muss, ist schlicht und ergreifend nicht möglich, weil aus meiner Sicht wäre sie in höchstem Maße unseriös. Ich hoffe, das beantwortet die Frage soweit. Danke, Robert. Die nächste Frage beschäftigt sich mit den Vertragspartnern, nämlich wer ist Vertragspartner bei Überschusseinspeisung, die EEG oder der Prosumer? Also grundsätzlich bei Überschusseinspeisern ist es so, dass es normalerweise einen Einspeisevertrag mit dem entsprechenden Netzbetreiber oder der ÖMAG gibt. Und für die EEG ist es so, dass die
Vertragsverhältnisse zum Beispiel im Verein so geregelt sind, dass der Verein dem Prosumer die Energie abkauft und zu einem vereinbarten Entgelt an den Consumer weitergibt. Hier wäre das Vertragsverhältnis auf dieser Ebene quasi dann direkt, wäre der Verein der zentrale Vertragspartner und die einzelnen Verträge laufen auch über diesen Verein, damit hier die Kontrolle bei dem im Netz registrierten Rechtskörper liegt. Und dann sind zwei Fragen zu, macht eine Energiegemeinschaft auch Sinn für eine Wohnungseigentümergemeinschaft und sind für mehr Parteien Häuser, lokale EEGs sinnvoll, beziehungsweise was ist der Unterschied zu Solartop? Bei der Wohnungseigentümergemeinschaft ist es so, wenn es im Sinne der mehrere Häuser, die außerhalb eines Grundstücks liegen, ist, dann ist auch hier zu beachten, dass bitte ein eigener Rechtskörper zu gründen ist, eine eigene Rechtsform zu wählen ist, um Häuser, die in mehreren Grundstücken liegen oder Wohnungen, die in mehreren Grundstücken liegen, miteinander zu verbinden. Die zweite Frage, deshalb habe ich die beiden zusammengefasst, mit den Mehrparteienhäusern ist sehr interessant, weil bei einem Mehrparteienhaus die Energie die Grundstücksgrenze nicht verlässt. Hier ist die passende Form des Energieteilens, also nicht die Energiegemeinschaft an sich, weil bei der Energiegemeinschaft verlässt die Energie das Grundstück, sondern es ist hier eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage, die zu tragen kommt. Und Herr Helminger referenziert da schon ganz richtig auf Solartop, unser Produkt der Salzburger AG zu den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen bzw. § 16a Anlagen. Hier können wir, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, auch gerne den Kontakt zur entsprechenden verantwortlichen Person herstellen. Sollte Sie das interessieren, dann können wir Ihnen da sehr gerne weiterhelfen. Wie gesagt, der Unterschied ist, dass die Energie bei einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage nicht über die Grundstücksgrenzen hinaus transportiert wird, bei einer Energiegemeinschaft jedoch schon. Robert, wie erfolgt die Abrechnung, wenn ich Mitglied in einer lokalen Energiegemeinschaft bin? Erhalte ich eine Rechnung von der Salzburg AG und eine Rechnung vom Erzeuger? Es ist so, die Salzburg AG tritt in dem Fall als Zahlungsdienstleister für die Energiegemeinschaft auf. Das heißt, es ist, ja, wie gesagt, wie das schon in dem Zuge, es ist der die Zahlungs AG hilft, die Salzburg AG hilft, dass die Belege zustande kommen. Sie würden aber auf jeden Fall zwei verschiedene Rechnungen bekommen. Zum einen, das hat die Frau Brunhuber auch schon gesagt, es ist jetzt nicht der Zwang da, dass Sie die Energie in einer Energiegemeinschaft, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Enoch Share zusammenarbeiten, gleichzeitig auch von der Salzburg AG abnehmen müssen. Es ist der Strommarkt liberalisiert, das heißt, Sie können den Strom kaufen bzw. einspeisen bei jedem anderen Energieanbieter. Für die Energiegemeinschaft selbst würde eine Rechnung erstellt werden, allerdings auch nicht von der Salzburg, also nicht mit dem Auftritt der Salzburger AG, sondern die Salzburger AG ist der Dienstleister im Hintergrund. Julia, hast du da noch ergänzende Informationen dazu? Nein. Das passt sehr gut. Und ich glaube, ich spiele da die nächste Frage ja gleich zu. Die Aufteilung, wunderbar. Die Aufteilung dynamisch und statisch. Gibt es hier die Möglichkeit zu mischen? Ist ein Mischmodell möglich? Nein, ein Mischen ist in dem Fall impossible. Man muss sich schon vor der Gründung der Energiegemeinschaft im Klaren sein, wie die Energieaufteilung stattfinden soll, entweder statisch oder dynamisch. Eine Mischform ist nicht möglich. Angelika hat sich nochmal zu Wort gemeldet und Robert, wenn es okay ist, würde ich die Frage gleich nehmen. Wir sind Producer und Consumer auf einem Grundstück, die Gebäude haben aber verschiedene IDs. Dann muss man ja eine EEG gründen. Jetzt kommt es darauf an, was mit IDs gemeint ist, Lokal- und Regional-ID. Angelika, können Sie uns hier mehr Details geben? Wenn es um eine lokale und regionale ID geht, dann ist es ein sehr interessant historisch gewachsenes Konstrukt. Wir würden uns das dann nochmal speziell mit dem Netzbetreiber anschauen, ob das dann tatsächlich ein Grundstück ist und ob die wirklich an zwei Trafos hängen. Regional-IDs sind verschieden. Ein Grundstück, zwei Umspannwerke.
Spannende Situation, ist uns so bisher nicht untergekommen. Ich würde Sie bitten, dass Sie mit uns im Nachgang Kontakt aufnehmen, damit wir uns das genauer anschauen und Ihnen da Auskunft geben können, wie es in dem Fall ist. Sollte es nämlich so sein, dass Sie nicht nur verschiedene Zählpunktnummern, sondern auch unterschiedliche Lokal- und Regional-IDs haben, dann könnte es tatsächlich sein, dass Sie eine Energiegemeinschaft auf Ihrem eigenen Grundstück machen können. Lassen Sie uns das gerne im Nachgang besprechen und dann schauen wir, dass wir da eine Lösung finden und Ihnen da möglichst schnell weiterhelfen. Ja, ein Grundstück und Versorgung mit zwei Trafos. Sehr gut. Dann gerne im Nachgang Kontakt aufnehmen. Jetzt ist dazwischen eine Frage reingekommen. Wie sieht es mit der Umsatzsteuer aus? Ist die EEG umsatzsteuerpflichtig oder wird für Erzeuger und Verbraucher alles ohne UST verrechnet? Robert, willst du oder soll ich? Ich gebe mal meinen Wissensstand dazu und vielleicht hast du noch einmal ergänzende Informationen. Es ist so, es hängt davon ab, ob der Prosumer in dem Fall ein Unternehmen ist oder nicht. Wenn es ein Unternehmen ist, muss man die Umsatzsteuer auch ausweisen. Wenn es ein Privater ist, ist es nicht erforderlich bzw. nicht erlaubt, die Umsatzsteuer auszuweisen. Exakt. Und dafür vielleicht oder dazu ergänzend vielleicht nur auf Ebene der Energiegemeinschaft. Grundsätzlich ist eine Energiegemeinschaft, wenn sie zum Beispiel eine GmbH ist und die entsprechenden oder eine andere Rechtsform und die entsprechenden Grenzen überschreitet, tatsächlich umsatzsteuerpflichtig. Wir gehen allerdings davon aus, dass das in den meisten Fällen nicht passieren wird, weil da schon einiges an Energie getauscht werden bzw. einige Umsätze generiert werden müssen, um tatsächlich in die Umsatzsteuerpflicht zu fallen. Es gibt dann noch die Frage nach dem Wechsel des Modells. Also ist es möglich, zwischen dynamisch und statisch zu wechseln oder kann man das später machen, Robert? Meines Wissens nach kann man das später auch machen. Es müssen sich aber allerdings alle einig sein, beziehungsweise die gesamte Energiegemeinschaft muss sich auf das einigen. Ja, wir ändern jetzt den Tarif, beziehungsweise die Form der Abrechnung. Und natürlich muss auch der entsprechende Netzbetreiber informiert werden, dass sich an dem Abrechnungsschema was geändert hat. Also das ist jetzt nicht, was ich von heute auf morgen auf Zusprache ändern kann, sondern auch hierfür sind ein paar Schritte notwendig und erforderlich. Genau, da ist es so, dass es grundsätzlich nicht auszuschließen ist. Jedoch sind die Aufwände, die Verträge zu ändern, also es muss von den Statuten über die Netzverträge und so weiter alles neu unterzeichnet und aufgesetzt werden. Im Endeffekt kommt es einer Neuaktivierung oder Registrierung der Energiegemeinschaft gleich. Das heißt, wenn man die Energiegemeinschaft größer plant, dann bitte gleich im Vorfeld schon regionaler auswählen, damit hier die Energiegemeinschaft auch in ihrem Wachstum nicht weiter eingeschränkt ist. Wenn Sie im kleinen Kreis bleiben wollen, hinter Ihrem Trafo, dann ist es auch wunderbar, dann wählen Sie diese Option. Das gibt der Gesetzgeber so frei und aktuell. Wir gehen davon aus, die Prozesse werden sich in Zukunft noch verbessern und verändern, flexibler werden. Aber aktuell, so wie es die Netzbetreiber uns zur Verfügung stellen, müssen wir da leider die Verträge nachreichen und deshalb der zusätzliche Aufwand. Ich möchte dazu noch eine kleine Information ergänzen. Aus unserer Sicht ist die dynamische Aufteilung die, wie soll ich sagen, die praktikablere Lösung, weil wenn ich fixe Anteile habe und entsprechend mein Kuchenstück nicht zur Gänze aufbrauche, wird der Teil, den ich in dem Moment nicht konsumiere, dann wieder eingespeist. Bei einer dynamischen Aufteilung gibt es die Möglichkeit, dann eben durch diese, durch die dynamische Aufteilung, mir fällt im Moment leider kein anderes Wort dazu ein, dass man dann anderen Mitgliedern der Energiegemeinschaft die von mir nicht konsumierte Energie unmittelbar zur Konsumation zur Verfügung stellt. Das heißt, das Ideal einer Energiegemeinschaft ist ja, dass der gesamte Strom innerhalb der Energiegemeinschaft regional oder halt lokal produziert und auch idealerweise zeitgleich auch konsumiert wird und da ist einfach das dynamischere Abrechnungsmodell das praktikablere aus unserer Sicht. Daher, das wäre unsere Empfehlung.
Genau. Die nächste Frage geht dann direkt in das Vertragliche rein, nämlich wer trägt das Risiko bei einem Forderungsausfall eines Consumers? Und darauf kann vielleicht auch ich direkt die Antwort geben. Es ist so, dass dadurch, dass die Verträge zwischen Prosumer und Verein und zwischen Verein und Consumer abgeschlossen werden, so aufgebaut sind, dass sollte ein Consumer wieder erwarten ausfallen, grundsätzlich der Verein das Risiko trägt. Nachdem allerdings es sich hier erwartungsgemäß jetzt nicht um Riesensummen handelt und die Energiegemeinschaft in einem sehr begrenzten Rahmen etabliert wird, gerade was die lokalen und regionalen Energiegemeinschaften angeht, sehen wir hier sehr starke Entwicklungen in Richtung Sozialkapital, Vertrauen und auch das gegenseitige Helfen. Sollte jemand wirklich seine Rechnungen nicht bedienen können, dass man früh genug etwas sagt oder sich gegebenenfalls auch meldet und sagt, okay, bitte deaktiviert mich, ich kann es mir nicht mehr leisten. Wir erwarten allerdings nicht, dass das oft passiert, weil die Energiegemeinschaft ja durchaus finanzielle Vorteile in Bezug auf den Energietarif auch bieten kann und dadurch hier das Risiko reduziert wird. Ich schaue gerade die Frage, die nächste Frage, Frage nochmal zu den Kosten. Einfamilienhaus mit PV und Wohnung, also ein Prosumer und ein Consumer. Kann man hier die Kosten dazu sagen? Stromverkauf zu null. Okay. Wir können hier grundsätzlich sagen, dass die Initialkosten sich auf einige 100 € belaufen würden für die Etablierung quasi dieses Konstrukt und danach ein niedriger Abrechnungsbetrag fällig wird, abhängig von den Energiekosten, die bei Ihnen null sind, und den Teilnehmern. Das heißt, lassen Sie mich kurz rechnen, wir wären hier bei in etwa als Privathaushalt in etwa bei 10 € im Monat. Allerdings ist auch hier die Möglichkeit, dass wir durch die Vergrößerung der Energiegemeinschaft einen Vorteil kreieren, der quasi die Lastprofile und den Benefit der Energiegemeinschaft, das Potenzial besser ausnutzt. Wir können hier, Entschuldigung, Fliege, wir können hier im Nachgang gerne nochmal speziell oder getrennt dazu sprechen, um Ihre eigene Situation besser zu analysieren. Von den Daten, die Sie mir zu geben, würde ich sagen, es bewegt sich in den monatlichen Kosten im niedrigen Euro-Bereich. Dann kann man den Überschuss, welcher in einer EEG nicht verbraucht wird, ins Netz einspeisen zum Einspeisetarif. Robert. Ja, ist im Normalfall auch so der Fall. Also in die Energiegemeinschaft geht normalerweise die Energie, die der Prosumer herstellt, aber nicht direkt verbraucht. Das heißt, der nächste Schritt wäre, wenn die Energie dann von der Energiegemeinschaft auch nicht aufgebraucht wird, dann wird die Energie wieder eingespeist. Und man kriegt dann eben den aktuellen Einspeisetarif beziehungsweise den verhandelten aus Einspeisetarif. Genau. Und jetzt ist der Chat mit Fragen aufgearbeitet, sage ich mal. Jetzt ist aktuell keine Frage mehr da. Gibt es denn im Publikum noch Fragen, die Sie gerne über den Chat an uns adressieren oder richten wollen? Sie finden sonst eingeblendet im Bild noch die Website mit der Information zu den Energiegemeinschaften, die E-Mail-Adresse, über die Sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Das können Sie selbstverständlich auch über die Website machen. Und wir werden dann in den kommenden Tagen auf Sie zukommen, um Ihnen auch weitere Infos gerne zur Verfügung zu stellen, wenn hier aus Ihrer Perspektive mehr Interesse besteht. Sie finden unten auch noch eingeblendet die PV-Produkte der Salzburger AG, um hier einen Überblick zu bekommen, sollten Sie aktuell in der Phase sein, der PV-Planung bzw. der Hausplanung und darüber nachdenken, wie Sie Ihr Haus nachhaltig gestalten können, dann finden Sie auch hier durchaus interessante Einblicke in die aktuellen Branchengeschehnisse. Und ja, wenn sonst keine Fragen mehr offen sind und wir Ihnen gute Einblicke geben konnten und Sie sehr zufrieden aus diesem Webinar hinausgehen, dann würde ich sagen, haben wir unsere Arbeit für heute erfüllt. Wir werden uns im Nachgang bei Ihnen melden
Und Sie finden auch jetzt wieder, danke Eva, meine Kollegin hat die entsprechenden Links nochmal in den Chat gepostet, aber wir werden uns auch bei Ihnen melden, wenn Sie Interesse haben sollten. Das heißt, Sie bekommen morgen von uns ein E-Mail, in dem nochmal alles zusammengefasst steht und in dem Sie auch sich melden können, wenn Sie von uns weiter kontaktiert werden wollen, beziehungsweise in ein Beratungsgespräch für Ihre Energiegemeinschaft gehen wollen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, treten Sie mit uns in Kontakt, füllen Sie Ihre Daten aus und unsere Experten melden sich dann schnellstmöglich bei Ihnen. Und ja, ansonsten bleibt mir und uns, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als Ihnen einen wunderschönen Abend zu wünschen, viel Erholung, viel Nachhaltigkeit und weiteren Pioniergeist in der Zukunft. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Julia, noch. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme am Webinar. Wir hoffen, dass es für Sie interessant war. Wir hoffen, dass Sie dadurch Ideen neue bekommen haben, neue Perspektiven sich für Sie eröffnet haben. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir demnächst schon Ihre Fragen zu Ihren konkreten Projekten in Sachen Energiegemeinschaft beantworten dürften. Vielen herzlichen Dank nochmal und ja, wir freuen uns auf Sie. Auf Wiederhören. Tschüss, schönen Abend.